schöne Wohnzimmer. Na, Mario? Hallo. Sondern um die Küche. Viel Spaß dabei. Also, ihr Lieben, das ist unsere neue Küche. Und wie ihr das alles gestalten könnt, das zeigen wir euch jetzt. Zuerst braucht ihr natürlich erstmal neue Tapete. Schaut euch mal das an, wie das aussieht. Und deswegen nehme ich jetzt, wie auch im Wohnzimmer, eine graue Tapete, ein schönes Blatt, passend zum Herbst, und ein kleines Bild. Jetzt kommt an diese große Fläche die Küche. Hier kommen jetzt noch die zwei kleinen Katzenfressnäpfchen hin, denn sonst würden ja die Katzen verhungern. Dahin noch ein Sideboard und natürlich etwas Deko. Hierhin noch die Kochinsel. Dafür nehme ich auch etwas Deko, solch ein kleines Brot mit einem sehr herbstlichen Sitt und etwas Zewa. Und so sieht das doch ganz süß aus. Und herbstlich finde ich das auch mit dem Holz an der Küche. Jetzt kommen wir zum Esszimmer. Als erstes ein grauer Teppich, der beschriftet ist. Hierhin habe ich solch eine kleine Kaffeeecke gemacht für den Mario. Und ich finde, das Schild Thank You passt da ganz gut hin. Für den Herbst nehme ich den kleinen Tisch. Der ist aus der Hasenschule, das noch ein ganz altes Sitz. Vielleicht kennt ihr das noch. Das kam vor mehreren Jahren raus. Und der, finde ich, passt ganz gut dazu, weil der auch solche Holzbretter hat als Tischplatte. Jetzt nehme ich noch die Stühle, die wir auch schon im Sommer und im Frühjahr hatten. Annegret, ihr Sitzkissen ist übrigens nur aus Fimo. Und die restlichen Stühle sind alle vom Kreuzfahrtschiff. Aber Madeleines kleiner Tisch, den habe ich auch schon voll gebastelt, wie man hier sehen kann. Und das ist eigentlich so ein Krokodil-Drachentisch, sage ich jetzt mal. Ich nenne das immer Tisch, weil für mich sieht das so ein bisschen aus wie so ein Tisch. Und ja. Das war es auch eigentlich schon hier mit der Küche und dem Esszimmer. Und jetzt kommt noch die kleine Katzenecke. Voila! Und jetzt zeige ich euch alles, wie es beleuchtet ist. So sieht es aus, wenn es beleuchtet ist. Ich finde es richtig herbstlich und auch gemütlich. Wie findet ihr es? Schreibt es doch gerne mir mal bei Instagram. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns gern unterstützen, indem ihr uns ein Like gibt oder auch ein Abo. Das ist natürlich kostenlos. Tschüss!